kein Tag, an dem ich nicht irgendwelche wichtigen Facts rausspitte. Weil ich mal auch ein bisschen fernab vom Tierhaltungsthema, eher zu soziologisch, tierthematisch passenden Themen. Heute geht es mal um Ägypten. Die Pyramiden. Der Nil. Die geheimnisvolle Welt der Pharaonen. Eine Hochkultur, die bereits vor Jahrtausenden Geschichte war und auch immer wieder Überraschendes zu bieten hat. Im alten Ägypten war kaum etwas wichtiger als Tiere. Ein Weltreich, das vom ersten Augenblick an Tiere in den Mittelpunkt stellte. Man könnte die alten Ägypter als Volk von Tierliebhabern bezeichnen. Der Umgang mit Tieren ging weit über die Haustierhaltung hinaus. Man sah in ihnen höhere Wesen mit übernatürlichen Kräften. Man nimmt ein Tier, das sehr gefährlich ist, und nutzt seine Kräfte, um sich selbst zu schützen. Wie nutzten die alten Ägypter die Kraft von wilden Tieren? Jüngste Funde lassen die Tierwelt der damaligen Zeit und das Leben der Pharaonen in einem ganz neuen Licht erscheinen. Wir sind 10 Meter unter dem Wüstensand. Ein Forscherteam der Universität München hofft, am Ende des Tunnels Neues über den Umgang der alten Ägypter mit Tieren zu erfahren. Sie gehen ein hohes Risiko ein. 1000 Tonnen Sand drücken auf das poröse Gestein. Vor über 2000 Jahren wurde das Tunnelsystem angelegt. Erdbeben und Witterung setzen den Gängen seitdem zu. Die Anlage ist ein Speicher für Mumien der besonderen Art. Tiermumien. Das Team besteht aus Forschern verschiedener Fachrichtungen. Einer von ihnen ist Professor Joris Peters, Experte für Tierknochen. Ich interessiere mich für die Mensch-Tier-Beziehungen in der Vergangenheit und habe nun einige Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen von meinem Vorgänger. Und daraus war ersichtlich, dass es in Ägypten Friedhöfe gibt, in denen Tiere bestattet worden sind, die relativ krank gewesen sein müssen aufgrund der Veränderungen am Skelett. Dieser Umstand führte ihn zu der unterirdischen Grabungsstätte. Also, dass es Katzenfriedhöfe gab, wusste ich schon lange. Die haben riesige Gräber mit ganz vielen mumifizierten Katzen gefunden. So viele, dass die teilweise sogar schon gar nicht in Museen ausgestellt wurden, sondern geschreddert wurden. Habe ich vor ganz vielen Jahren schon mal gelesen. Bei solchen Sachen, die man irgendwann mal gelesen hat, ist natürlich immer die Frage, hat das auch gestimmt? Aber diesen Fact, mag eine Urban Legend sein oder wie auch immer, habe ich noch im Kopf, dass die ihre Tiere auch in Bandagen eingelegt haben und so weiter und teilweise so riesige Gräber mit so vielen Viechern, dass das schon gar keinen Wert mehr hatte und die das inzwischen schon vernichtet haben. Hab ich mal gehört. Vielleicht war es falsch. In Mittelägypten, nach Tuna el Gebel. Hier befindet sich das Grab der Tiermumie. Ein Blick in die Vergangenheit. In diesen Galerien lagern 4 Millionen Tiermumien in einfachen Tongefäßen. Ein Massengrab. 4 Millionen. Alles klar. Immer noch. Und ich habe das gelesen, boah, da war ich ein Kind. Da war ich, glaube ich, sogar noch minderjährig. Da habe ich das schon nachgelesen über die alten ägyptischen Gräber. Wahnsinn. Was können die Mumien über die Beziehung der alten Ägypter zu Tieren berichten? Ist die riesige Zahl der Gefäße ein Hinweis auf Massentierhaltung im alten Ägypten?
Welche Tiere waren es? Wurden sie in der Wildnis gefangen oder in Gefangenschaft gezüchtet? Vielleicht sogar gequält? Noch liegt vieles über die Beziehungen der Pharaonen zu Tieren im Dunkeln. Es ist wie die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Wo soll man bei 4 Millionen Einzelstücken anfangen? In einer Nische macht Joris Peters einen interessanten Fund. Gut erhaltene Teile eines Affenskeletts. Dieser unscheinbare Fund soll den Forscher später auf die Spur bringen, was hier damals wirklich geschah. Die Ägyptologin Kasia Sparkowska aus Wales weiß um die Schwierigkeiten. Die Beziehung zwischen Menschen und Tieren und deren Rolle in der Religion war sehr komplex, heute schwer zu verstehen. Joris Peters will ein Bild der damaligen Zeit rekonstruieren. Die alten Ägypter malten zahlreiche Tierbilder an die Wände ihrer Gruften. Die Tiere sehen alle gesund aus und es gibt eine Vielzahl von Arten. Doch wie stand es wirklich um die Tiere? Um das herauszufinden, müssen wir möglichst viele Knochen vergleichen. Mich interessieren vor allem ganz bestimmte Tiere. Paviane und heilige Ibisse. Ich will herausfinden, ob diese Tiere hier gehalten und gezüchtet wurden und ob sie gesund waren. Es gibt also Knochen, um in die Vergangenheit zu blicken. Aber auch Abbildungen und Schriften der alten Ägypter. In einigen Pharaonengräbern haben sich die Zeugnisse der Vergangenheit fantastisch erhalten. Wir blicken in das Grab von Nefertari, der Lieblingsfrau von Ramses II. Die prächtigen Malereien und Hieroglyphen verraten viel über die Götterwelt der damaligen Zeit. Eine Welt von Tiergöttern. Zahllose Tiere umgaben die Pharaonen im Leben wie im Tod. Sie entschieden letztendlich über das Schicksal der Seele auf dem gefährlichen Weg ins Jenseits. Wir kennen sie inzwischen. Horus war der Falkengott. Apis, der Stier mit der Macht des Schöpfers. In der Gestalt des Schakals, der Gott der Unterwelt, Anubis. Der heilige Skarabäus, die Verkörperung des Sonnengottes Ra. Und der Gott. Das ist schnitttechnisch schön gemacht, ne? Stellt euch mal ein Arbeitsblatt in der Schule vor, wo sie dann hier zeigen, das ist der Gott so und so und so und dann so eine Schwarz-Weiß-Kopie daneben mit so einem Bild von so einem Mistkäfer und von einem Schakal, so, das ist der Schakal. So eine DIN A4 Kopiervorlage, 28 mal ausgedruckt, in der Schulklasse austeilen. Da würdet ihr genau das gleiche lernen oder auch nicht lernen. Aber so schnitttechnisch und so ist das schon geil gemacht, kann man sich gut ansehen. Gott Thoth, Spezialgebiet des Ägyptologen Aidan Dodson von der Universität Bristol. Thoth war ein schlauer Gott. Er war der Gelehrte unter den Göttern und galt als Erfinder der Schrift. Er trat in zwei Gestalten auf. Zum einen als Ibis, vermutlich weil dessen langer Schnabel eine gewisse Schlauheit und Bildung ausdrückt. Seine andere Seite war der Pavian, beinahe das genaue Gegenteil im Verhalten. Paviane werden bei Sonnenaufgang sehr aufgeregt. Sie benehmen sich fast wie Verkünder der Sonne. Thoth ist also ein sehr interessanter Gott, der aus zwei ganz verschiedenen heiligen Tieren besteht. Hat Thoth, der Gott in Ibis- und Affengestalt, etwas mit dem Knochenfund in der Grabstätte von Tuna el Gebel zu tun? Um das Rätsel zu lösen, müssen wir noch weiter zurück, in die graue Vorzeit. Noch bevor die Tiere als Heilige zu Kultobjekten wurden, verehrt und gefürchtet. Wann begannen die alten Ägypter, Tiere zu verehren und warum? Ja.
Wir sind in den ausgedehnten Grabanlagen von Abydos. Sie stammen aus einer Zeit noch bevor die großen Pyramiden von Gizeh erbaut wurden. Joris Peters weiß, dass hier die Ahnen der mächtigen Pharaonen späterer Epochen ruhen, von Cheops und Khefren. Unter der Leitung des Deutschen Archäologischen Institutes werden Tonnen von Sand bewegt und genauestens untersucht. Denn im Abraum befinden sich die Insignien der frühen Herrscher am Nil. Es sind kleine Elfenbeinplättchen mit eingravierten Tieren. Genauer gesagt Königsnamen. König Schlange, König Storch, König Elefant. Damals müssen noch Elefanten in Ägypten gelebt haben. Vor 7000 Jahren herrschte ein feuchtes, tropisches Klima. Ein Tierparadies am größten afrikanischen Strom, dem Nil. In jener Zeit liegen die Wurzeln für die spätere Hochkultur der alten Ägypter. In einer Zeit, in der die Menschen noch im Einklang mit der Natur lebten. Die Natur war ein Teil ihrer Welt. Sie war ein Teil ihres Alltags. Und sie haben sie einfach in ihre Religion einbezogen. Die Menschen damals arbeiteten mit der Natur und schlossen sie nicht aus. Religion, Tiere, Menschen. Sie alle waren Teil des Ganzen. Ein harmonisches Miteinander. Ob Tiere schon damals wie Götter verehrt wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls hielt die Natur Einzug in die Religion. Doch dann schlug das Klima um. Die Savannen trockneten aus. Mensch und Tier konzentrierten sich an den Ufern des Nils. Alle mussten plötzlich auf engem Raum zusammenleben. Egal ob friedfertig oder gefährlich. Nilkrokodile sind besonders gefürchtet. Sie töten noch heute Menschen, auch in Ägypten. Irgendwann vor Jahrtausenden wurde das angsteinflößende Wildtier für die damaligen Menschen zur mächtigen Gottheit. Salima Ikram von der Universität Kairo weiß mehr über den Krokodilgott. Die alten Ägypter glaubten, dass bestimmte Tiere Götter repräsentierten. Ein Krokodil zum Beispiel stand stellvertretend für den Gott Sobek. Sie glaubten sogar, dass der Geist des Gottes in ein bestimmtes Krokodil fahren konnte. Sie beteten es an, umsorgten es. Es war für sie der Gott selbst. Vielleicht half dies den Nilbewohnern, ihre Ängste zu kontrollieren. Einen Gott konnte man verehren und gnädig stimmen. Sonst war man dem Krokodil hilflos ausgeliefert wie eine Gazelle. Wenn das Krokodil starb, wurde es mumifiziert und mit allen Ehren bestattet, so wie man es mit einem König oder einer anderen Gottheit gemacht hätte. Das Krokodil, sorgfältig zur Totenruhe gebettet wie ein Pharao. Wer so mit einem übermächtigen Tier verfährt, hat eine Belohnung verdient. Interessant an Sobek und Göttern, die von gefährlichen Tieren repräsentiert wurden, waren ihre zwei Seiten. Durch die Verehrung hoffte man, ihre Gefährlichkeit zu bannen und gleichzeitig ihre Macht zum Guten zu nutzen. Für den König und für Ägypten. Nicht nur Krokodilen wurden diese Eigenschaften zugeschrieben. Es gab noch ein mächtigeres Tier im Land am Nil. Ein junges Nilpferd hat sich zu weit von seiner Herde gewagt. Allein hat es gegen die Krokodile wenig Chancen. Doch die Mutter ist wachsam. Nilpferde, auch soweit ich weiß, eines der gefährlichsten Tiere der Welt, oder?
Wenn man dann immer so Vergleiche anstellt, damit irgendwie Löwen oder so, die meisten Menschen werden wohl durch Nilpferde zur Strecke gebracht. Nichts kann eine Nilpferdmutter davon abhalten, ihr Kalb zu beschützen. Vor 2 Tonnen Lebendgewicht haben selbst Krokodile Angst. Viele im alten Ägypten starben durch Angriffe von Nilpferden. Dennoch müssen die Menschen schon damals solche Szenen beobachtet haben. Die Kraft und Mutterliebe hat ihnen anscheinend tief imponiert. Nilpferde waren die gefährlichsten Tiere des alten Ägyptens. Die Absicht der Menschen damals war, ein möglichst gefährliches Tier zu verwenden, um seine Kraft zu nutzen, anstatt von ihr gefährdet zu werden. Das Nilpferd war auch eine weibliche Gottheit. Vielleicht weil Nilpferde so große Bäuche haben, die an den Bauch einer Schwangeren erinnern. Ja, die haben schon weibliche Rundungen, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke. It brings to mind a pregnant woman. Wieder also 2 Vorteile, indem man das Tier verehrt. Es wird besänftigt und seine Kraft ganz gezielt genutzt, wo man sie am dringendsten braucht. Wir kennen Zaubersprüche, die sich an die Nilpferdgottheit Tawaret richteten. Sie sollten Schwangere bei der Geburt beschützen, einem besonders gefährlichen Moment. In den ersten 5 Lebensjahren war die Kindersterblichkeit überhaupt am höchsten. Die Lebenserwartung eines Ägypters betrug im Durchschnitt lediglich 27 Jahre. Verständlich, dass die Unverwundbarkeit von Nilpferden hoch im Kurs stand. Die genaue Naturbeobachtung regte die Fantasie der Ägypter an. Sie interpretierten das Verhalten der Tiere im Sinne ihrer eigenen Bedürfnisse und Ängste. Das Denken im alten Ägypten war stark auf das Leben nach dem Tode ausgerichtet. Grabbeigaben wie diese Keramik sollten noch den Verstorbenen mit den übernatürlichen Kräften der Tiergottheit helfen. Und noch ein gefährliches Tier wurde als Gott verehrt. Sekhmet war eine Löwin. Sie verkörperte das Gewalttätige von Katzen. Eine alte Geschichte besagt, sie versuchte einst die Menschheit zu vernichten. Die Rettung war, ihr rot gefärbtes Bier anzubieten. In der Annahme, es handele sich um Blut, trank sie alles aus und schlief ein. Als sie vom Rausch erwachte, hatte sie ihre Absicht vergessen. Die Feste, die ihr zu Ehren veranstaltet wurden, waren Saufgelage, auf denen rotes Bier ausgeschenkt wurde und man sich zu Ehren der Göttin betrank. Löwen waren Symbole der Macht und zählten damit zu den heiligen Tieren. Genauer gesagt, Löwinnen. Oft wird behauptet, Sekhmet sei ein Löwengott gewesen. Ich sage immer, nein, sie war eine Löwin. Wenn man etwas von Löwen versteht, und die alten Ägypter waren begeisterte Tierbeobachter, weiß man, dass die Löwinnen im Rudel die Jagd erledigen. Nicht die Männchen, die sich ausruhen und von den Früchten der Arbeit der Löwinnen zehren. Die alten Ägypter wussten das. Deshalb ist diese Gottheit immer weiblich. Die Göttin Sekhmet vereinte die Wesenszüge der Löwen in sich. Aggressivität und Stärke. Auch aus einem anderen Grund genoss sie hohes Ansehen. In schlechten Zeiten gewährte sie Hilfe und Schutz. Es gibt eine Reihe verschiedener Statuen, die für Sekhmet errichtet wurden. Wir nehmen an, dass es viele Epidemien gab. Eine Theorie besagt, dass der Pharao in der schlimmsten Zeit hunderte dieser Statuen fertigen ließ, um sein Volk zu beschützen. Infolge der kurzen Lebenserwartung klammerten sich die Leute an den Glauben. Das Leben galt als Vorstufe zum eigentlichen Sein, im Jenseits. Gefährliche Tiere als Verkörperung göttlicher Macht gaben den Menschen in schweren Zeiten Kraft. Aber auch auf den ersten Blick harmlosen Tieren wurden große Kräfte zugesprochen.
Im Massengrab Tuna el-Gebel und anderswo sind es zwei, die im heutigen Ägypten inzwischen ausgestorben sind. Die beiden Vertreter der Gottheit Thoth. Der heilige Ibis ist ein häufig verwendetes Motiv in der ägyptischen Kunst. Sein langer, gebogener Schnabel hilft ihm beim Aufstöbern von Nahrung im Schlamm. Die alten Ägypter glaubten, er könne gefährliche Schlangen verspeisen. Das zeichnete ihn in ihren Augen aus. Da auch Schlangen göttliche Züge besaßen, bedeutete ihr Verzehr, dass die Ibisse in der göttlichen Hierarchie höher standen. Das andere Gesicht Thoths war das des Affen. Obwohl Paviane in der Natur bereits damals fast ausgestorben waren, genossen sie im alten Ägypten hohes Ansehen. Der Knochenfund im Massengrab Tuna el-Gebel beweist, dass sie verehrt und mumifiziert wurden. Am Ende einer kalten Nacht versammeln sich Paviane gern an einem Platz, den die ersten Sonnenstrahlen erreichen, um sich aufzuwärmen. Für die alten Ägypter begrüßten sie damit den mächtigsten aller Götter, den Sonnengott Ra. Den Gott aller Götter zu erwarten und die Verkörperung des Gottes Thoth zu sein, brachte den Pavianen hohes Ansehen ein. Die alten Ägypter zogen sie sogar für Orakel zu Rate. Tiergötter brachten also Sicherheit, Gesundheit und Macht. Aber das war nur die eine Seite. Jenseits der fruchtbaren Nilebene im Süden lag die Wüste. Die Welt der Pharaonen war organisiert, geregelt. Man sah sich im Einklang mit der Natur. Sich ständig bewegender, alles verschlingender Sand war der Inbegriff des Chaos. Der Feind allen Lebens. Hier war der Gott der Unterwelt zu Hause, der gefürchtete Seth. Seth hatte den Ruf, ein Mörder zu sein, und war dennoch hoch geachtet. Er war der Schutzheilige der Südägypter und der Gott der Wüste. Ich denke, die lebensbedrohliche Trockenheit und Hitze der Wüste passt zu Seths dunkler, mörderischer Seite. Seth lauerte überall und trat in allen möglichen Gestalten auf, bereit, die Seele der Toten zu ergreifen. Seth ist doch auch ein sehr beliebter Name. Ich weiß gerade nicht, aus welchem Land. Ist es aus dem Jüdischen? Aber Seth habe ich schon öfter gehört als Name. Für die Ägypter stellte die Wüste einen Ort des Grauens dar. Jedes Tier, das dort überleben konnte, musste übernatürliche Kräfte besitzen. So wie die ägyptische Kobra, eine überaus gefährliche Schlange. Ihre eigentümliche Gestalt zieht sich wie ein roter Faden durch die Kunst und Religion des alten Ägypten. Was gibt's eigentlich alles in Ägypten? Löwen, Krokodile, Kobras? Ist alles sehr interessant. Habe ich irgendwie alles nicht so auf dem Schirm gehabt, was es alles in Ägypten gibt und gab. Auch Schlangen waren aufgrund ihrer fremdartigen Natur wichtige Tiere im alten Ägypten. Sie bewegen sich merkwürdig, häuten sich und werden auf diese Weise wiedergeboren. Außerdem haben Kobras die unglaubliche Macht, Gift zu spucken. Die Pharaonen machten sich ihre Kraft zunutze und trugen sie oft auf der Stirn. Auch Normalsterbliche konnten die Macht der Schlange nutzen. Als kleine Tonfiguren sollten sie die Dämonen der Dunkelheit fernhalten. Albträume zum Beispiel. Man stellte die Figur in jede Ecke des Raums und wollte damit alle Wesen vom Hereinkommen abhalten, wenn man am verletzbarsten war, im Schlaf. Nomaden und andere Wüstenbewohner respektieren die wilden Tiere der Wüste, besonders den Schakal.
Die alten Ägypter erhoben ihn zu einem weiteren wichtigen Gott der Totenwelt, Anubis. Anubis war der oberste Einbalsamierer. Man könnte ihn auch Chef-Einpökler nennen. Er war aber auch der Wachhund, der die Gräber schützte. Anubis begleitete den Toten, nachdem er diverse Prüfungen abgelegt hatte, zum Totengericht. Dort wurde das Herz des Toten gegen die Feder der Wahrheit gewogen. Beide Seiten sollten gleich schwer sein, denn das Herz galt als Sitz der Intelligenz und der Erinnerung. War man reinen Herzens, waren Herz und Feder im Gleichgewicht und man konnte passieren in die andere Welt. Mit dem richtigen Wissen konnte der Seele die Reise ins Jenseits erleichtert werden. Im Totenbuch sind Dinge aufgeführt, die der Tote wissen musste, um erfolgreich ins Leben danach zu kommen. Wer hielt an welchem Tor Wache? Es enthält auch das sogenannte negative Sündenbekenntnis, eine Liste mit 42 Verboten, Dinge, die man nicht tun durfte, wie zum Beispiel kein Vieh aus dem Tempel zu stehlen, bis hin zum Verbot, jemanden zum Weinen zu bringen, mein persönlicher Favorit. Auf der anderen Seite gab es die Göttin namens Amit, die große Fresserin. Sie bestand aus drei Teilen der gefährlichsten Tiere Ägyptens. Das Hinterteil stammte von einem Nilpferd, das Vorderteil und die Beine von einem Löwen und der Kopf von einem Krokodil. Wenn das Herz des Toten zu schwer war, schnappte sie es sich und fraß es. Nicht Menschen, sondern Tiere schienen im Reich der Pharaonen über die wichtigsten Dinge zu entscheiden. Und sie waren allgegenwärtig. Die Ehrfurcht vor Tieren war der Grundpfeiler der alten Welt. Gottheiten wie Anubis verfolgten die Menschen noch über den Tod hinaus. Aber es gab Ausnahmen. Manche Tiere, wie Gazellen, durften gejagt werden. Es soll sogar Jagdparks gegeben haben, in denen sich die Reichen erfreuten und Jagdfeste feierten. Und selbst vor Nilpferden wurde nicht Halt gemacht, wie Steinreliefs zeigen. Passte das zusammen, wo sie doch Gottheiten waren? Tatsächlich standen wohl nur die Weibchen unter Schutz. Die männlichen Nilpferde durften getötet werden. Nur die tapfersten gingen die Mutprobe ein, denn die flachen Boote kippten leicht. Manchmal sind auch Kämpfe zwischen Nilpferden und Krokodilen dargestellt. Fürchteten die alten Ägypter, ihr geschätzter Krokodilgott Sobek könnte unterliegen? Wurden die Nilpferdmännchen deshalb bejagt? Warum einige Tiere heilig waren und andere nicht, liegt noch immer im Dunkeln. Einst lebten auch Elefanten in Ägypten. Vermutlich wurden sie... Warum manche Tiere heilig waren und andere nicht, liegt am Geschmack des Menschen, würde ich mal sagen. Das sehen wir heute bei den Tierfreunden ja immer noch. Schlangen, Igitt, Hund auf dem Sofa, yeah. Das sind halt die Präferenzen der Menschen. Und zu jeder Zeit gab es einen Zeitgeist, was die Mehrheit der Menschen eben besser findet. Heute wie damals. Ich glaube, das ist gar keine Wissenschaft. Obwohl doch, ist schon Wissenschaft, ist wohl Soziologie, aber die Mehrheit der Menschen hat sich darauf verständigt, das Tier finden wir besser als das andere. Sie verehrt. Aber bislang konnte kein Elefantengott im Reich der alten Ägypter gefunden werden.
Bereits die Plättchen von Abydos aus der Zeit vor den Pharaonen zeigen eine bunte Menagerie von Tieren. Einige vertraut, andere weniger bekannt. Die Pharaonen scheinen einen Faible für exotische Tiere bewahrt zu haben. Expeditionen führten in das Land Kusch im Süden und ließen sie mit gewichtiger Beute zurückkehren. Ein buntes Treiben wie auf einem Jahrmarkt. Straußenfedern und Eier. Elfenbein, vor allem aber lebende Tiere, wie Affen. Und Giraffen. Selbst die seltenen Leoparden wurden nach Ägypten gebracht. Die alten Ägypter hielten sich einige dieser Exoten als Haustiere. Schon früh experimentierten sie mit der Haltung von Gazellen, wohl auch kleinen Bären, Tiere, bei denen es aber nicht so gut klappte. Hunde gab es wohl schon von Anfang an. Katzen kamen ein bisschen später. Gerade Katzen waren sehr nützlich, um die Ratten von den Essensvorräten fernzuhalten. Viele Ägypter hielten vor Jahrtausenden schon Hunde und Katzen im Haus, ähnlich wie wir heute. Doch ihre Beziehung war wohl weit intensiver. Sie nahmen an, von den Tieren ins Jenseits begleitet zu werden. Ist auch schwer möglich, irgendwie nachzuvollziehen, wo zum Beispiel der Hund herkommt. Also welchen Ursprung jetzt mein Hund, den ich hier jetzt gerade habe. Man sagt so lapidar, ja, stammt vom Wolf ab. Gibt aber mehrere Stämme, mehrere Abstammungen. Wurde ja überall auf der Welt, wie hier auch in Ägypten, angefangen, Hunde zu züchten. Lässt sich gar nicht mehr wirklich nachvollziehen, wo unsere Hunde eigentlich herkommen. Oder den Hund, den wir jetzt hier gerade haben. Dann kommen die Oberschlauis, sagen, ja, es gibt ja Wildhunde, ja, aber die haben nichts mit unseren domestizierten Hunden zu tun. Also das ist wieder eine ganz andere Linie. Hunde sind so überhaupt nicht nachweisbar, wo die eigentlich herkommen. Deshalb erhielten Haustiere alle Weihen und wurden mumifiziert. Wind und Wüstensand formten diesen Hügel nahe der Oase Dachla. Er weist zahlreiche Hohlräume auf. Die Öffnungen waren bis vor kurzem versiegelt. In den Gruften ruhen Männer und Frauen, sauber nebeneinander gereiht. Manchmal wurden die Haustiere gleich mitbestattet. In einigen Königsgräbern liegen die Lieblingshunde direkt neben den Pharaonen. So harmonisch das damalige Zusammenleben von Mensch und Tier erscheint, sieht man von einigen Jagden ab, es ist nur die halbe Wahrheit. Tiermassengräber wie in Tuna el Gebel oder hier in Saqqara erzählen noch eine andere Geschichte. In weit verzweigten unterirdischen Galerien liegen sauber aufeinander gestapelt tausende Tongefäße. Darin eingeschlossen sind Vogelmumien, die zu Ehren des Gottes Horus geopfert wurden. Seriöse Schätzungen gehen von über einer 500.000 Mumien allein für den Falkenfriedhof aus. Wenn jedes Gefäß einen mumifizierten Falken enthält, dann stellt sich die Frage, woher die Ägypter all die Greifvögel nahmen. Wie konnten die Priester so viele Vögel sammeln? Kaum durch Nachzucht.
Turmfalken brauchen Monate, um ihre Jungen aufzuziehen. Wer hoch in den Himmel steigt und... Thema Nachzucht würde mich auch mal interessieren, wie hat man denn damals Volieren gebaut? Oder die Zucht, so, ja gut, Flügel beschnitten, okay, dann sind sie ein bisschen immobiler. Ja, an ihren Krallen da festbinden und so. Wie hat sich Zucht denn damals dargestellt? So. Wäre auch mal interessant zu wissen. Wie ein Pfeil herabstößt, konnte nur göttlich sein. Horus war eine der ältesten Gottheiten. Er herrschte über den Himmel ebenso wie über die Sonne. Solch einen Machtträger musste man gnädig stimmen. Für einen Normalsterblichen gab es nur einen Weg, um mit einem Gott wie Horus in Verbindung zu treten. Man musste eine Mumie kaufen und sie dann dem Gott darbieten. Zumindest ließen sich so die abertausenden Gefäße in Saqqara erklären. Falken geleiteten auch den Pharao ins Jenseits. Sie sollten über den Verstorbenen wachen. In some cultures you may light a candle, let's say. In einigen Kulturen zündet man Kerzen an, als Zeichen der Verehrung eines Gottes. In Ägypten könnten Tiere ab einem gewissen Zeitpunkt eine ähnliche Rolle gespielt haben. Tiere, die in enger Verbindung zu einer bestimmten Gottheit standen. Wenn möglich, wurden sie in Massen von Priestern aufgezogen, zum Beispiel Ibisse, dann getötet, mumifiziert und den Pilgern angeboten, die sie als Geschenk an den Gott im Tempel zurückließen. Massentierhaltung. Eine Theorie oder Wahrheit? Vielleicht findet sich in den unterirdischen Gräbergalerien von Tuna el Gebel die Lösung. Also was Katzen angeht, wo ich weiß, wie viele Katzen die gehalten haben, das war ja Massentierhaltung so wertend. Da denken wir jetzt an unsere Riesenhallen da mit Drahtkäfigen und so. Das wird es wohl nicht gewesen sein. Aber was Katzen angeht, da hatten die schon echt mehr als nötig ist, wenn man sich die ganzen mumifizierten Katzen ansieht, die es heute noch gibt. Da hatten die garantiert riesige Rudel an Katzen rumlaufen in ganz Ägypten. Die meisten Tonbehälter sind zerbrochen. Das Werk von Grabräubern. Wurden 4 Millionen Ibisse hier zu Ehren des Gottes Thoth getötet und mumifiziert, um sie an Pilger zu verkaufen? Das ist schon der Wahnsinn. Wenn man sich mal vorstellt, Zeit des alten Ägyptens, ja, das ist nicht nur antik, das ist eigentlich museumsreif, was da ist, ne? Und die stolpern da über die Tonkrüge und so. Wenn man sich vorstellt, hier bei mir im Norden, Haithabu, wenn wir da so einen Tonkrug entdecken würden, ja, das würde man mit Samthandschuhen anfassen. Ein Tonkrug aus der Wikingerzeit, der Wahnsinn. Ab ins Museum, vorsichtig sein. Und da liegen tausende solche Tonkrüge. Und die stolpern da einfach drüber, scheißegal, gibt so viel. Das wäre ein einträgliches Geschäft gewesen. Aus der Wildnis jedenfalls kann eine solche Zahl von Ibissen kaum stammen. Diese ganze Tiereinpökelindustrie, wie man sie nennen könnte, zur Produktion von Opfergaben, wirft ein unangenehmes Licht auf den Umgang mit Tieren damals. Die Ägypter müssen fest an die Wirkung der Mumien geglaubt haben. Was sie mit den Tieren anstellten, diente der Verbesserung der Beziehung zu ihren Göttern. Aus heutiger Sicht wirkt das wie Tierbatteriehaltung. Andererseits erfüllt Massentierhaltung bis heute einen Zweck. Die Produktion billiger in großer Zahl verfügbarer Eier zum Konsum. So gibt es immer zwei Seiten. Götter in Massen.
wurden die hoch angesehenen Vögel am Ende auch noch schlecht gehalten und grausam getötet? Joris Peters sucht nach Hinweisen im Knochenbild. Anhand von Röntgenaufnahmen lässt sich auf die Todesursache ermitteln. Wie wir bereits von anderen Friedhöfen wissen, wurden Tiere tatsächlich getötet, um sie anschließend zu mumifizieren. Uns stellt sich nun die Frage, ob den Ibissen und Pavianen in Tuna Ähnliches widerfahren ist. Doch bislang Fehlanzeige. Keine Anzeichen für Gewalteinwirkung. Es müssen noch mehr Mumien aus den Galerien von Tuna untersucht werden, um neue Anhaltspunkte zu finden. Nach über 2000 Jahren Dunkelheit ein Wiedersehen mit dem Sonnenlicht. Der einzige Weg, mehr über die Mumien zu erfahren, besteht darin, sie zu zerlegen. Durch die Knochenanalyse lässt sich feststellen, um welche Tiere es sich handelt und wie sie starben. Die neue Untersuchung ergibt gleich eine Überraschung. Die vermeintliche Vogelmumie enthält die Knochen mehrerer Tiere. Wenn man eine Tiermumie kaufte, dann sah sie eindeutig nach einer Katze oder einem Ibis aus und war wunderschön gewickelt. Doch oft genug kaufte man die Katze im Sack. Manchmal war die Mumie unvollständig oder enthielt nur einen Knochen, manchmal auch gar nichts. Es ist völlig unklar, ob es sich um vorsätzlichen Betrug handelte oder ob man nur einen Hauch eines Gottes erworben hatte, den es etwas günstiger gab. Auf jeden Fall glaubten die Ägypter, dass ein einzelnes Teil auch für das Ganze stehen konnte. In jedem Fall waren hier geschäftstüchtige Unternehmer im Priestergewand am Werk gewesen. Wenigstens findet Joris Peters keine Spuren von Misshandlungen. Den Ibissen dürfte es also nicht so schlecht gegangen sein. Die Suche in Tuna geht weiter. Hinter hunderten zerbrochenen Töpfen und Mumienresten gelangt das Team in eine zum Teil verschüttete Kammer. Dort liegt der Holzsarg einer Meerkatze, eines kleinen Affen. Welche Rolle mögen die Affen im Tempel gespielt haben? Wie lebten sie? Wie wurden sie gehalten? In einer Nische findet Joris neue Knochen. Unter zahlreichen Skelettteilen gibt es einen, der seltsam deformiert ist. Ist das der Schlüsselfund, nach dem so lange gesucht wurde? Meerkatzen wie Paviane sind gesellige Tiere, die in großen Gruppen leben. Die Affen in Tuna el Gebel aber scheinen ein trauriges Dasein gefristet zu haben. Ohne Sonnenlicht, festgebunden, verbrachten sie Tag und Nacht in dunklen Nischen. Viele Tiere litten unter Rachitis. Ihre Knochen waren weich und deshalb so merkwürdig gebogen. Bei den Ibissen ein anderes Bild. Es gibt keinen Hinweis auf schlechte Haltung und Schlachtung. Im Gegenteil. Healed fractures of long leg bone.
Wir fanden in Tuna el Gebel mehrere auskurierte Knochenbrüche. Es gibt auch Schriften, die besagen, dass Leute auf die Tiere aufpassten und sie fütterten. Diese hohe Anzahl geheilter Tiere legt nahe, dass Menschen die Vögel bewachten und versorgten. Es ist halt auch relativ schwieriger, einen Vogel qualhaft zu halten als einen Affen. Also einen Affen kann man ja festbinden und ja, geht ihm scheiße, aber er lebt da halt festgebunden und frisst. Währenddessen ein Ibis, vom Verhalten her, den kannst du nicht mal eben mit dem Draht irgendwo hinbinden. Ich denke mal, der hört auch eher mal auf zu fressen und ja, vegetiert noch ein paar Tage vor sich hin, bis er irgendwann stirbt, aber lässt halt nicht alles mit sich machen, weil er von der ganzen Physiognomie auch ganz anders ist und auch vom Wesen hektischer und so. So ein Vogel minimal einzubegrenzen ist halt schwierig. Die sterben dann auch gerne mal frühzeitig. Währenddessen Affen, ähnlich wie wir Menschen, viel mit sich machen lassen, bevor sie sterben. Das ist eine neue Erkenntnis. Die Tiere wurden nicht geschlachtet, sondern gepflegt. Was aber trug sich bei den Pavianen und ihren kleinen Verwandten, den Meerkatzen, zu? Galten sie vielleicht als minderwertige Vertreter Tots? Ein letztes Mal will sich Joris Peters in Tuna umschauen. Gemeinsam mit dem Ausgrabungsleiter, Professor Dieter Kessler, besucht er eine Kapelle, in der Fundstücke aufbewahrt werden. Die beiden Forscher sind sich einig. Die Affen müssen gezüchtet worden sein. Das zeigt die hohe Anzahl von Jungtieren. Von Massentierhaltung aber kann nicht die Rede sein. Betreut wurden die Tiere von speziellen Wärtern. Ihre Namen sind überliefert. Sie übergaben die Tiere den Priestern, wenn das Orakel befragt werden sollte. Es gibt bislang keine Anzeichen, dass die Ägypter Paviane oder Ibisse zu kultischen Zwecken töteten. Die Tiere wurden also gehalten, aber nicht unbedingt getötet. Und was war mit all den anderen heiligen Tieren? Mumien und Knochenreste erzählen hier, je nach Tierart, eine andere Geschichte. Anscheinend wurden viele Tiere getötet. Eine fürchterliche Vorstellung. Doch wenn wir mal darüber nachdenken, was wir heute mit Tieren anstellen, sollten wir nicht zu hart mit den Ägyptern ins Gericht gehen. Wir halten Millionen Tiere in engen Käfigen, als Fleisch- oder Lederlieferanten. Look too harshly on the ancient Egyptians for doing that as well. Im Zoo von Kairo versammeln sich die Menschen auch heute wieder, um die irdischen Vertreter von Thoth zu sehen. Vielleicht hoffen sie, dass ihnen der Besuch Glück bringt. In Karnak, nahe Luxor, kreisen die Touristen um einen Skarabäus aus Stein und hoffen darauf, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Für viele Ägypter ist der Skarabäus noch genauso mächtig wie vor 5000 Jahren. Bei allen Grausamkeiten, die neuere Funde nahelegen, stand die Verehrung von Natur- und Tierwelt jedoch im Mittelpunkt des alten Glaubens. Vielleicht ein Grund, warum er bis heute seine Faszination nicht eingebüßt hat. Die Beziehung der alten Ägypter zur Natur war vielschichtig und tiefer, als sie wohl jemals in einer Hochkultur gewesen ist.
In der Gedankenwelt der Pharaonenzeit entschieden Tiere über das gesamte Wohlergehen eines Menschen, bis hin zu seiner Seele und dem ewigen Leben. Nie mehr danach sollte Tieren eine solch herausragende Rolle zugemessen werden. Viele Aspekte ihres Glaubens und Erkenntnisse ihrer Welt haben die alten Ägypter mit ins Grab genommen. Weiß ich nicht, nie mehr danach sollten Tiere so eine herausragende Rolle bekommen haben. Wenn wir uns heute die Haustiere angucken, wie viele Menschen sagen denn heute, also Tiere sind mir viel wichtiger als Menschen. Also ich glaube, die Aussage gerade war falsch. Ich glaube, gerade zur heutigen Zeit sind Tiere den Menschen größtenteils noch sehr viel wichtiger als ihre Mitmenschen. Sagen ganz viele Menschen freimütig von sich selbst aus. Ihre baulichen Meisterwerke und ihr Wille, Tiere ins Zentrum der Schöpfung zu stellen, reichen über Jahrtausende bis in unsere Zeit. Das letzte Kapitel hierzu dürfte noch lange nicht geschrieben sein. Jo, ist so, weil das alte Ägypten, der Herr von Däniken sagt, die haben auch mit Außerirdischen ganz viel zu tun gehabt und so. Da wird noch einiges kommen. Ich danke für die schöne Doku, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.